So, hallo, wir machen weiter. Lang ist's her mit der Aufnahme bei Link's Awakening. Und ja, ich weiß, es hat sich im Mario Maker verdammt viel getan. Man kann jetzt mit Freunden spielen und es gibt offizielle Baumeister und wahrscheinlich gibt es Millionen Level auf meiner Liste, die Leute gebaut haben. Hier Alina Twakes und wem ich alles folge, Rasierer. Weiß ich gerade gar nicht, ob du was Neues gebaut hast aktuell. Falls du überhaupt hier zuschaust und ich dich jetzt gerade anspreche. Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte erstmal bei diesem Spiel hier bleiben und das zu Ende bringen. Allzu viel ist es ja nicht mehr. Haha. Nein, es ist schon noch einiges, was wir zu tun haben. Ich habe vor allem gerade keine Ahnung mehr, wo wir waren. Wir haben mit diesen Figuren das letzte Mal rumgewurschtelt und ich habe, glaube ich, so weit gemacht, wie es ging. Weiter geht's nicht aktuell. Ich muss jetzt erst noch den nächsten Dungeon schaffen. Ja. Okay. Ach du meine Güte. So, was ich gelesen habe, ich habe beim Schloss ein Herzteil übersehen. Wenn hier das Wasser so leuchtet, was es jetzt gerade nicht tut, dann ist da ein spezieller Fisch anscheinend drin. Also brauchen wir jetzt da gerade mal nicht wursteln. Entschuldigung. Ansonsten hoffe ich, dass der Ton jetzt synchron ist. Also, wo es storytechnisch weitergeht, ist mir bewusst. Ich überlege nur gerade, ob ich noch irgendwas erledigen wollte. Aber da mir das gerade nicht einfällt, ob da irgendwas war, dann wird es einfach mal storytechnisch weitergehen, würde ich sagen, ne? Tauschquest haben wir gemacht. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir eine neue Stufe bekommen hier gerade zufällig. Und wenn wir eh da sind, holen wir uns schnell das Herzteil bei der Brücke vom Schloss. Hatte ich ansonsten irgendwas übersehen? Also es gab natürlich einige Kommentare, aber ich glaube, bis auf das mit dem Herzteil war nichts, was ich mir merken wollte. So, mal gucken. Ah! Gerade nicht. Okay. Es fehlt aber auch nicht mehr viel, man sieht es ja. So, also hier muss irgendwo bei der Brücke. Vielleicht sieht man das von hier oben sogar. Da sind immer die Herzen im Wasser, die ich übersehe. Erfolgreich. Ach mein Gott, ja, Tatsache. Okay, wow. Dass ich sowas übersehe, ist schon. Hä? Bin ich jetzt hängen geblieben? Ich weiß es nicht. So. Oh nein, jetzt komme ich hier ja gar nicht. Ach doch. Doch, ich komme hier ins Wasser. Ich muss nur diesen Weg hier zurücklaufen. Dann komme ich auch ins Wasser. So. Ja. Das war erfolgreich. So. Ups. Jetzt müssen wir da wieder vorschwimmen. Lässt sich leider nicht vermeiden. Weil ich halt ein Dummdumm bin. Wait. Nein. Hat sich erledigt. Moment, kann ich? Nice, hat sich doch nicht erledigt. Cool, ich kann aus dem. Was ist hier eigentlich? Da ist ja so ein Felsvorsprung. Ah, da scheint nichts zu sein. Aber ich kann aus dem Wasser raus das Viech greifen. Das ist cool. Jetzt geht das nämlich ein bisschen flotter und dann können wir hier nämlich, glaube ich, auch einfach so zurück. Yay! Gut, dass wir das gemacht haben. War sonst irgendwo ein Herzteil, was ich übersehen habe? Ich glaube, mir fällt das. Oh! Es geht leider doch nicht, weil ich dachte jetzt, ich kann. Mist. Oder kann ich hier raus die Ocarina spielen? Nee. Ah, ich wollte mir den Rückweg ersparen. Na dann halt nicht. Aber das geht so schneller. Das ist schon mal sehr gut. Das Ärgerliche ist halt nur, wir werden den Vogel nicht ewig haben. Spoiler. Mal
was schade ist. So. Aber wir müssen eh hier zum Tal und zum Talgebirge. Das passt also. Einfach mal hier Abflug machen. Ja, die Richtung ist okay. Dann gehen wir da jetzt weiter. Richtung siebter Dungeon, der im Original ziemlich nervig war, was Schaltergeschichten angeht. Ich glaube, er ist hier nicht viel besser. Ja, ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Uhu, der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Geh nach Osten, der Wind verschwachtet schon. Ja, ja. Aber das war immer früher so für... Wenn man den Weg nicht kannte, war das immer cool natürlich, wenn der gekommen ist. Dann wusste man, okay, hier geht's tatsächlich weiter. Hier bin ich richtig. Ist schon gut, dass der da ist, ne? In dem Fall, ich weiß jetzt halt, wo es lang geht, einfach weil ich halt das Spiel kenne. Aber wenn man das Spiel nicht kennt, ist der schon sehr wichtig. Darf man nicht unterschätzen. So, und jetzt ist hier ja irgendwo auch dieses Herzteil gewesen. Von der anderen Seite. Aber ich glaube, da komme ich so noch nicht hin. Ich glaube, das ist immer noch später. Na, hier, das da. Da müssen wir irgendwie, keine Ahnung. Und an die Truhe sind wir noch nicht rangekommen. Jetzt kommen wir da ran. Zack. Ist aber nur Geld sicherlich, ja. War klar. Ach so, ja, jetzt käme ich natürlich auch so ran. Haha, stimmt. Gerade könnte ich ja sogar fliegen. So. Aber wie gesagt, das Herzteil-Ding, das muss irgendwie da drüben in der Höhle sein, wo man dann... Ich habe keine Ahnung bisher, wie man da reinkommen soll. Muss irgendeinen anderen Weg geben noch. Den wir jetzt noch nicht gesehen haben. Oh, du bist im Weg. Geh mal weg. So. Hier waren wir jetzt noch nicht, ne? Hier sind wir noch nie durchgeschwommen. Oder? Aha. Da geht schon was ab. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Das könnte nämlich... eine Höhle sein, die mich zu dem Herzteil führt. Das ist ja der gleiche Höhlenraum. Also der gleiche von oben. Na, hier drüben müsste jetzt so, dass hier jetzt eine Treppe runtergehen oder sowas. Dann wäre das... Oh. Was ist das denn? Ach, das ist der Schlüssel für den Dungeon. Ja, 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 ja. Wir müssen ja das erstmal machen. Alles klar. Komm her. Ich mach das jetzt ganz simpel. So. Easy. Und hierfür braucht man den jetzt nämlich. Ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo man den Vogel effektiv braucht. Sonst kommt man halt nicht zum Dungeon hin. Du hast den Adlerschlüssel erhalten. Aber ist hier jetzt kein... Habe ich was übersehen? Also hier in dem Bereich ist hoffentlich nichts weiter. Weil ich komme hier später nie wieder hin. Ha! Oh. Verdammt. Ich habe jetzt gehofft... Ja, aber es ist ja dieses hier. Ne, es ist ja dieses hier. Da ist das Herzteil da drüben. Nein, dann ist es eine andere Höhle. Dann ist das eine andere Höhle. Ziemlich sicher. Ich dachte jetzt, man kann irgendwo runterfallen und landet dann bei dem Herzteil. Ah, dann ist das ziemlich sicher eine andere Höhle. Ich gehe jetzt nochmal kurz da hoch und gucke nochmal kurz da, aber... Ich glaube, es geht noch nicht. Also, es geht vielleicht schon, nur ich muss irgendwie anders hinkommen. Ach. Ach,
hier, für das Loch ist der Ding. Das kann ich die von hier raus reinwerfen, die Bomben? Nee, ne? Muss ich von oben reinwerfen. Ja, moin. Ja, okay. Aber irgendwo da drüben müsste dann noch eine Höhle sein. Aber die sind ja nicht verbunden eigentlich, die Höhle. Ja gut, da unten rum vielleicht. Ha, aber dieses Loch ist hundertprozentig von da oben dann reinzuwerfen, die Bombe. Okay, das ist dann eine Muschel. So, jetzt gehen wir erstmal wieder nach vorne. Ja, ja, ja. Für was ist die jetzt? Aha. Haben wir das? So, jetzt ist die... Ist das schon für hier oder für da oben? Ist das die Truhe da vielleicht? Wahrscheinlich ist das die Truhe da. Gehen wir mal kurz hier durch. Ich weiß halt gerade nicht... Aha. Wo geht's wirklich weiter und wo kann ich erstmal nur gucken? Ich würde jetzt immer erstmal nur den Guckenweg machen. Nicht den Fortfahrweg. Ja, das sieht ganz gut aus, dass wir da zu der Truhe kommen. Das sieht ganz gut aus. Ja, das sieht rechnungstechnisch sehr gut aus. Oh mein Gott. Das sind doch 1000 Mimics dabei. Ja, klar. Also, nicht Mimics, sondern Mimics sind ja eigentlich Truhen, Na, das war blöd. Na, das war blöd. Ich dachte jetzt, ich kann, aber kann ich nicht. Na, das war Schwachsinn. Gut, aber die muss jetzt schon nicht mehr rüberschieben. Ja, ja. Ja, das geht ja auch nicht. Kann ich die gar nicht alle auf einmal testen? Muss ich das praktisch so stückweise machen? Ja, war klar, dass es die andere ist. Na, jetzt sind wir hier und das dürfte jetzt die Muscheltruhe sein. Jawohl. Sehr gut. Zack. Und dann haben wir jetzt noch die... Aber ist die dann nicht auch einfach fake? Ja, die sind alle fake. Ja, moin. Moment, kann ich dann auch von hier oben gleich wieder runter? So, abkürzungstechnisch? Nein, kann ich nicht. Okay, cool, tschüss. Es gibt jetzt ja auch den einen Weg, der einmal erst zum Schlüsselloch führt, wo ich den Schlüssel einsetzen muss, und dann den Weg, der zum Dungeon führt. Also ich muss ja eh beide Wege gehen, wobei der zum Schlüsselloch schlauer wäre. Ich glaube, das ist der hier. Wenn ich jetzt gleich beim Dungeon rauskomme, kann ich eine Runde weinen, weil ich dann genau falsch rumgelaufen bin. Aber rein von der Logik her ist der Schlüssel unten und der Dungeon oben. Ich denke, ich bin hier richtig. Wir werden sehen. Ja, ja, die Adlerfestung ist nah, aber ich brauche erst den Schlüssel. Hoppala. Oh mein Gott, wo komme ich? Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Oh nein! Ach so. Ah, da war das Herzteil drin, ne? Ach. Ah. Hat er nicht gemacht. Ja, das war jetzt wieder richtig dämlich. So. Mann, Mann, Mann. Komm her. So, das geht jetzt ein bisschen flotter so. Oh. Oh, oh, weia. Vielleicht geht's auch nicht flotter. Aua. Okay.
Da wirst du wohl. So. Aber wie gesagt, irgendwie kommt man, ich glaube, irgendwie kann man durch runterfallen in dies, zu diesem Herzteil, aber ich weiß nicht mehr, wo man runterfallen muss. Ach, nicht so. Na, so. Ah, war jetzt wieder blöd. Guten Morgen. So. Jupp. Aber wir sind gleich wieder da. Wenn ich jetzt erst hier oben rumgehe, ich wette, dann komme ich genau da, wo ich nicht hin will. Ach. Aber was wir schnell machen, ist die Muschel holen. Da oben, ne? Da kommen wir jetzt ran. Ah, oh, das ist ein Haus. Da können wir auch mal kurz reingucken. Ich weiß gerade gar nicht, wer da gehaust hat. In dem Haus. Als werfen wir erstmal eine Bombe. Wait, die ging doch jetzt komplett daneben. Hä, die geht doch... Ach, warte, ich muss sie von hier werfen. Ah ja. So ist zumindest die Richtung drin. Dankeschön. So, prima. Haben wir das? So, jetzt gehen wir mal kurz da rein. Hallo. Hühnerstallbesitzer. Hey Mann, dein Gockel fliegt ja tatsächlich, ist ja ein Ding. Dann solltest du dich wohl mal an ihn dranhängen. Ah, das jetzt, ist das Ding einfach nur dafür da, um mir zu sagen, hey, du kannst mit dem Gockel fliegen. Ich kriege hier ja auch gerade keinen. Hey du! Lass das, okay. Wer meine Hühner ärgert, hat in meinem Stall nichts verloren. Okay. Wir fliegen einfach nur raus. Und wenn wir da reingehen. Ja, okay. Klarer Fall von Amnesie. So, ja. Wenn wir jetzt schon hier sind. Komm ich da wieder zurück? Ja. Das ist eigentlich jetzt der Weg zum 8. Dungeon. Aber ich möchte gern dieses Herzteil klären. Das muss irgendwo... Das muss irgendwo da sein. Ja. Das war ja klar. Ja, und da ist das Herzteil drin. Yes! Gut. Rätsel gelöst. Und ein Herzcontainer wäre hier. Der uns gehört. So. Hier weiterlaufen brauchen wir jetzt gar nicht. Ihr seht schon, der käme ich jetzt nicht zurück. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur zu dem Herzteil tatsächlich. Prima. Und hier runter würde jetzt auch einfach nur zurückführen. Alles, was ich wollte, war das Herzteil. Okay. So. Jetzt gehen wir trotzdem spaßeshalber mal hier oben lang erst. Ich habe so ein bisschen eine Vermutung. Sollte ich nämlich wieder runterknallen? Ich hätte gerne einen Teleporter. Und die haben bestimmt hier irgendwo einen... Okay. Die haben bestimmt hier irgendwo... Das. Nice. Die haben bestimmt hier irgendwo einen Teleporter hingepackt. Den gab es im Original dann nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, weil das ja doch eine... Achso. Weil das ja doch eine andere Strecke ist. Oh. Ich sehe hier nur das Ding. Ich komme hier gar nicht rüber. Der Schlüssel ist direkt beim Turm. Das heißt, es ist egal. Ich muss so oder so zu... Ah. Okay, man sieht das Ding also hier nur. Okay. Wofür ist das der Weg? Ach, das ist dann für die Muschel einfach nur der Weg. Alles klar. Gut. Dann muss ich so oder so den Weg gehen, den wir vorhin gegangen sind. Alles klar. Hatte ich anders in Erinnerung. Ich dachte, den Schlüssel hat man unten eingesetzt und nicht direkt beim Turm. Aber ich habe ja eh vieles anders in Erinnerung, haben wir schon festgestellt. Dass ich einigen Quatsch erzählt habe.
Vor allem die Hexe. Die Hexe, ja, ich habe an die Oracle of Ages oder Seasons Hexe gedacht. Weil es halt noch die gleiche Grafik hatte wie damals Link's Awakening DX. Und deswegen hat die irgendwie so in das Bild gepasst. In diese Charakterbilder. Ah ja, so. Jetzt gehen wir einfach nicht in dieses Loch. Das wäre sehr klug. Ei. Aber so haben wir jetzt das Herzteil gleich bekommen. Das ist auch in Ordnung. Und wenn ich einen Part brauche, um zu dem Dungeon zu kommen, bin ich damit auch einverstanden. Nicht runterfallen. Ich glaube, dann lande ich auch in diesem blöden... Muss mal kurz was gucken. War da jetzt nicht eine... Guck mal, da ist eine Treppe. Ah, da komme ich nur von außen. Halt die Klappe. Da komme ich nur von außen rein. Okay. Müssen wir uns aber, glaube ich, merken. Ich glaube, die ist... Ist ein Secret. Dass man da rein kann. Oder sehe ich das einfach? Ach, ich sehe das einfach. Ja, moin. Da ist es! Da ist, was ich suche. Seht ihr das? Da ist ein Teleporter. Den gab es im Original, glaube ich, nicht. Und das ist genau, was ich meinte. Die haben hier bestimmt einen Teleporter hingesetzt. Sollte ich nämlich wieder so blöd sein und runterfallen, dann kann ich mich hier hoch teleportieren. Deswegen will ich jetzt auf jeden Fall erst den Teleporter. Ganz klar. Und den werde ich dann hier bekommen. Uah! Oh, ich dachte, ja, wenn's mich jetzt in dieses Becken gedrückt hätte. Ich hätte ein ganz kleines bisschen geschrien. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Gott, wäre das dumm geworden. So. Gut, dass wir das haben. Und jetzt holen wir uns aber tatsächlich schnell mal die Belohnung für die Muscheln, weil jetzt können wir sie machen. Wir haben ja schon gesehen, dass es ganz knapp war. Jetzt haben wir gerade so viele Muscheln gesammelt in dem Part. Jetzt können wir auch schnell die vorletzte Stufe holen. Da bin ich dabei. Ich glaube, es wird ein Herzteil sein. Irgendwann war auch mal ein Herzteil hier dabei und das haben wir bisher noch nicht. Und ich weiß ja, was die letzte Belohnung ist. Insofern kann es eigentlich jetzt nur ein Herzteil sein. Ach nee, ach jetzt bekommt man das? Hä? Ich dachte, das ist die letzte Belohnung. Ja, cool. Du hast das Kokolin-Schwert erhalten. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen darauf zu schreiben. Und jetzt ist das nämlich stärker. Steht das jetzt irgendwo? Oder ist es dann... Weil es stand jetzt was anderes nicht dabei. Vielleicht gibt es dann zweimal. Dann habe ich natürlich ein bisschen gespoilert, was die Hauptbelohnung ist. Naja, egal. So ist das halt, wenn jemand ein Spiel spielt, was er schon kennt. I'm sorry. Okay. So, aber wir haben jedenfalls den Teleporter. Perfektico. Jetzt können wir hier rein. Und ich weiß, es gab noch einen anderen Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob der Weg... Der Weg führt nach oben, ne? Führt der bis zum Turm? Ich rüste mal lieber wieder die Feder aus. Hier ist nichts, ne? Ne, da ist nichts. So. Jetzt bin ich oben. Ja, dann haben wir jetzt aber einen Weg ausgelassen. Den müssen wir gleich noch kurz gehen. Dann stecken wir halt erstmal den Schlüssel da rein. Weil ich glaube, damit verabschiedet sich dann auch der Vogel von uns. Oh, dieser Dungeon. Bin gespannt, ob wir ihn in einem Part durchkriegen. Ich habe meine Zweifel. Zack. Da hat er sich einmal rumgedreht. Wir gehen also noch nicht rein. Ach, und wenn ich hier runterfalle, lande ich in dem Loch. Ja, was ist das denn für ein Käse? Okay. Also, wir gehen jetzt nochmal da runter. Und hier hin. Und da hoch. Da waren wir noch nicht. Ach so, nee, ich bin dumm. Das ist einfach nur der Weg, den ich gehen muss, wenn ich den Vogel nicht mehr habe. Na? Solange ich den Vogel habe, komme ich ja über die... Ich bin richtig lost.
Hätte ich sehen können, dass da nichts anderes... Ah, da sehe ich was. Siehst du, doch gut, dass wir noch mal hierher sind. Hätte ich zwar vielleicht später noch mal gesehen, aber gut, machen wir das jetzt. Da wirst du wohl... So. Machen wir das jetzt gleich, sonst hätte ich das wieder irgendwann übersehen. Ach, ist nur eine Feenquelle. Ist eine Fee schon drin, ne? Na gut, dann heil mich, auch wenn es nichts nützt gerade. Ein Herz, yay. Unglaublich. Das hat sich gelohnt. So, was wir jetzt noch ganz schnell machen können. Die hat sich erledigt. Das war das Loch hier. Das hat sich erledigt. Dieses Herzteil hat sich erledigt. Das Ding da hat sich auch erledigt. Haben wir jetzt noch irgendein Symbol aktuell? Nein. Nice. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendein... Nein! Gehst du weg. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendein Symbol. Ja, guck mal, jetzt habe ich nämlich, ne, wenn ich voll bin, kann man jetzt schießen. Also wenn die Herzen voll sind. Ja, aber was ist denn dann die Hauptbelohnung? Ich dachte, das war die Hauptbelohnung. Gibt es hier eine neue Hauptbelohnung? Ich dachte, das Schwert war die Hauptbelohnung. Also muss es ja hier eine neue Hauptbelohnung... Oder habe ich eine Hauptbelohnung vergessen? Oder haben sie einfach noch ein Herzteil jetzt eingebaut für alle Muscheln? Das kann natürlich auch sein. Ha, wir werden sehen. Auf jeden Fall, das Schwert haben wir jetzt schon. Cool. So, gehen wir rein. Gehen wir rein, machen vielleicht schon mal den ersten Stock. Vielleicht finden wir schon mal die Karte und können uns dann ärgern, wie das ganze Ding aussieht. Ach, wenn ich die Dinger jetzt schon sehe, ne? Wenn ich das jetzt schon sehe, diese ganzen Schalter. Diese wunderschönen Schalter. Okay, hier ist nix. Ja, also das ist so die Schalterfestung. Könnte man... Aua! Könnte man sie auch bezeichnen. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Wollte gerade sagen, so langsam brauchen wir jetzt aber einen Schlüssel. Sonst wüsste ich nicht, wo es weitergeht. Haben wir schon mal einen. Also bisher gibt es nur einen Weg. Ich bin gespannt. Ab irgendeinem Punkt habe ich mich da immer komplett verirrt im Original. Jetzt weiß ich auch, was das dann schneidet. Ich habe es komplett vergessen. Jetzt weiß ich es wie... Oh, no. Das war ja auch... Den Quatsch gab es ja auch. Komm mit! Ah! Ach ja, das war ja der Spaß. Oh, ich hab's nicht weit genug aufgezogen. Deswegen. Upsi. So. Mit diesen Kugeln muss man jeweils die Säulen zerstören. Ah ja, und das ist auch eine Nummer. Ich bin halt einfach blöd. Es tut mir leid, dass ich einfach blöd bin. Ich hab's ja eigentlich probiert, diese Dinger vernünftig zu werfen, ne? Ich hab's ja eigentlich probiert gehabt. Aber ja, die funktionieren wirklich wie Springer. Und wenn man halt einfach zu blöd ist, die zu werfen, dann funktionieren die halt nicht wie Springer. Na, aber im Grunde, ihr seht's ja. Der springt also genau... Wenn ich den hier hingeworfen habe, springt er zack und dahin. So, und das schwarze Loch ist da. Ja gut, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Das heißt, ich muss den einmal hier hinwerfen. Ah, der springt genau andersrum. Ich muss den einmal hier hinwerfen. Zack. Und den muss ich sozusagen einmal hier hinwerfen. Ich meinte einmal hier hin. Ja, und dann springt er da genau rein. Hätte ich mir ein bisschen Ärger ersparen können in dem anderen. Ich habe es ja rumprobiert, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Ah, nice. So, jetzt kann ich euch kurz die Karte zeigen. Oh, sind nur 4 Stockwerke? Ah, okay.
So schlimm sieht das gar nicht aus. Ich hatte das anders in Erinnerung. Ja, gut. Na, gucken wir mal. Vielleicht wurde der auch vereinfacht. Ich weiß es gerade nicht, oder? Meine Erinnerung ist einfach wie immer Müll. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Wir werden das nächste Mal, glaube ich, diesen Dungeon hier beenden. Das wäre sehr schön. Und damit tschüss.